Ja, hallo zusammen. Ich mache jetzt mal was, was ich normalerweise nie tue, nämlich so spontan mal was in eine Kamera zu sprechen. Es ist morgens, ich komme gerade aus der Dusche, wie ihr seht, ich bin noch beim Kaffee und lese so meine Morgen-News. Macht man ja mehr elektronische Moment. Stichwort Till Schweiger. Ich wäre auch die Letzte, die jetzt irgendwie auf den Zug aufspringt, weil er nun ein Promi ist und über sein Alkoholproblem sehr breit in der Presse gesprochen hat, mich da jetzt drauf zu werfen. Aber was mich echt umtreibt, ist die öffentliche Reaktion darauf. Und dazu möchte ich einfach noch ein bisschen was sagen. Ja, das Interview war schräg aus meiner Sicht, aber das lag nicht an Til Schweiger. Der hat ein Alkoholproblem, das sagte er selbst. Und jeder, der sich ein bisschen tiefer auskennt damit, der weiß auch, dass das, was er da erzählt, sehr wahrscheinlich nicht stimmt. Nämlich, dass er wohl, wie er selber sagt, exzessiv getrunken hat und das Ganze jetzt reduzieren konnte auf 2 Gläser, auch noch auf Empfehlung seines eigenen Arztes. Was mich daran stört, sind 2 Sachen. Das eine ist, dass erstens die öffentliche Reaktion so derartig von Häme und Spott gekennzeichnet ist. Das zeigt einfach, dass die Menschen immer noch nicht verstanden haben, was Alkoholsucht eigentlich ist. Was es aber auch zeigt, ist, dass Til Schweiger offensichtlich selber entweder noch gar nicht so weit ist, und jeder also noch nicht so weit ist, das anzuerkennen, wie groß sein Problem eigentlich ist. Und jeder, der da mal durch ist, so wie ich, der weiß auch, wie lange das dauert. Dieses endlich akzeptieren, ja, ich habe ein Alkoholproblem und nein, ich darf auch nicht mehr trinken. Schlimm ist daran, dass aus meiner Sicht, dass er das öffentlich so thematisieren muss, damit ihm nicht endgültig um die Ohren fliegt, sozusagen, er sei Alkoholiker. Weil das ist ja ganz furchtbar. Das ist ja ganz schlimm. Alkoholiker zu sein, ist ja so furchtbar. Ist es nicht. Ich bin eine gewesen. Und ungefähr 1,2 Millionen Menschen in Deutschland sind es auch. Und das sind nicht die, die vom Bahnhof irgendwie vor sich hin vegetieren. Das sind genau solche Hochleister, nämlich genau das ist er. Til Schweiger ist ein Hochleister, die aus Entspannungsgründen, aus Stressabbau und sonst was dann zur Flasche greifen. Ich bin kein Fan von ihm, gar nicht. Ich glaube, der letzte Film, den ich mochte von ihm, war Der bewegte Mann. Den fand ich sau komisch und alles, was danach kam, war echt nicht mein Ding. Aber das ist auch völlig egal, weil das ist nämlich ein Mensch. Und wenn ich den heute anschaue, bei den Bildern her, dann sehe ich da einen getriebenen, gequälten, kranken Menschen, der entweder fehlgeleitet durch seinen Arzt, so wie er sagt, oder aber aus innerem Widerstand immer noch nicht anerkennen will oder kann, wie groß das Problem ist. Und dass die Therapie, die sogenannte Therapie, wie er es bezeichnet, nicht darin besteht, jetzt weniger zu trinken. Aber jeder, der da durch ist, ich sag's nochmal, der sollte es besser wissen und der sollte vor allem eins: schweigen. Oder, wenn er redet, dann bitte mit Empathie und mit genügend, ja, wie soll man sagen, Empathie ist schon das richtige Wort. Also mit etwas gebremstem Schaum. Ich ziele jetzt mal ganz gezielt auf Mimi Fiedler. Die hat auf Instagram eine Story gepostet und lässt sich über ihren Kollegen, das muss man ja auch noch dazu sagen, Kollegen Til Schweiger aus, als hätte sie komplett vergessen, wo sie selber mal durch ist. Die Wortwahl, die Häme, der Spott. Ihr Punkt ist richtig, dass sie eigentlich sagt, er tut so, als hätte er die Lösung gefunden und nein, für Alkoholiker ist es keins. Aber liebe Mimi, hast du wirklich vergessen, wie lang dein eigener Weg war? Das ist genau, was du eigentlich erreichen möchtest. Nämlich, dass die Leute das Problem Alkoholismus etwas nüchterner, haha,
betrachten und mit mehr Empathie. Dem Ganzen hast du gerade einen echten Bärendienst erwiesen. Till Schweiger, der wird das hier nicht sehen und nicht hören, aber den kann ich nur wünschen, dass er irgendwann mal den Rückzugsraum findet und empathische Leute um sich hat, sich vielleicht auch Hilfe sucht bei ehemals selbst Betroffenen, denn sein Weg ist noch nicht zu Ende. Der hat gerade erst angefangen. Und jeder, der sich meint, über das Alkoholproblem eines Promis auslassen zu können und da noch kübelweise Dreck hinterher schüttet, der sollte sich mal ganz kräftig an die eigene Nase fassen, sollte mal überprüfen, wie viel er eigentlich selber trinkt, denn mir ist aufgefallen, dass die Leute, die am lautesten schreien, die haben meistens selber ein deftiges Problem. Und wer wirklich meint, dazu was sagen zu müssen, weil er vielleicht auch Ahnung hat aus eigener Betroffenheit, der möge bitte etwas mehr Empathie walten lassen. So, ich hoffe, mein Morgenkaffee schmeckt mir jetzt wieder, aber das musste ich mal loswerden, denn leider zeigt das Ganze, dass wir wirklich noch einen ganz langen Weg vor uns haben. Also Ohren steif halten und nicht vergessen, Empathie.